Spargel und Pfalz, Gott Hals. Merkt ihr was? Da kommt der fränkische Bayer wieder durch. Eigentlich heißt der Spruch ja Hopfen und Malz. Aber nur in Bayern. Wir sind in Rheinland-Pfalz. Ja, und es war wunderbar heute Nacht. Die erste Nacht seit Wochen im Wohnmobil und wir wohnen mit Sicherheit sehr komfortabel. Aber die Lebensqualität und die Schlafqualität ist wieder eine ganz andere. Es ist einfach da rauskommen einmal und wieder mit dem Wohnmobil unterwegs zu sein, das ist einfach herrlich. Ja, also es macht richtig Spaß. Wir haben es also wirklich vermisst. Ja, und genossen heute Nacht. Ja. Und jetzt kommt noch der größte Hochgenuss, weil wir sind ja Spargelfans. Und Spargel gibt es in Franken, in Schwaben, in Baden, überall haben wir schon gegessen, aber den besten gibt es halt auch in Rheinland-Pfalz. Da muss ich jetzt als Badenerin natürlich total widersprechen, weil badischer Spargel ein Genuss. Ja, also da kann sie widersprechen, was sie will und macht über sie, ja. Deswegen wird der Spargel nicht besser. Ja. Nee, der Spargel schmeckt uns, egal wo er herkommt. Aber am besten in Rheinland-Pfalz. Okay, einigen wir uns halt drauf. Und wir sind jetzt nämlich auf dem Weg zu einem Spargelhof. Jawohl, wir stehen mit dem Wohnmobil keine 100 Kilometer von daheim entfernt. Mhm. Und sind jetzt da mit dem Fahrrad unterwegs. Mhm. Eine kleine Fahrradtour mit dem Navi, mit dem Google Maps Navi übrigens. Das habe ich immer mehr schätzen gelernt. Das führt einen zwar nicht schon querfeld ein, sondern eher querfeld 2. Ja, ja. Ja. Aber man kommt ans Ziel an. Also manchmal sind es schon ganz schön holprige Schotterstraßen, aber wir schaffen es. Und ja, und dann kommt man auch an solche idyllische Plätzle vorbei. Und, ja. Und da mussten wir jetzt natürlich gleich ein Päusle machen. Und ja, und jetzt... Euch begrüßen zu unserem neuen Video. Ja, und genau. Und jetzt machen wir nur ein kleines Päusle und dann fahren wir weiter. Sonst kriegen wir nämlich keinen Spargel mehr. Oh. Mm. Los. Los. Also... Für was eine Maske alles gut ist. Überall hat man die in jeder sämtliche Tasche. Und bei der Herfahrt, da hat es jetzt ein bisschen gekleppert, weil wir ja 2 Flaschen gekauft haben. Praktisch, oder?
Lecker sieht es aus. Und so schmeckt es garantiert auch. Hoffen wir doch mal. Ich denke schon, das macht der Helle nämlich immer super. Also, und? Probieren wir mal. Jawohl. Und jetzt geht's an Spargel. Ja, also der Wein ist schon mal gut. Also das ist heute ein wunderschöner Tag, hat 30 Grad und es kommt ganz überraschend. Und es ist überhaupt kein Problem, mit dem Wohnmobil unterwegs zu sein. Das einzige Problem ist die Entsorgung, weil die Plätze gesperrt sind. Aber für Wasser haben wir genügend dabei. Wir müssen da weiterfahren. So, da müssen wir weiterfahren. Moment, nein, rechts hoch müssen wir. Aber natürlich sind wir schon wieder falsch abgebogen. Es geht nämlich hier links hoch. Ja, das passiert halt immer. Vor allen Dingen, wenn der Radler und der Navigator mit dem Handy abgelenkt ist. Also, wir haben ja Zeit und so tragisch ist es nicht. Und die Leute fiebern natürlich auf Ausflüge hin. Es ist überhaupt kein Problem, da unterwegs zu sein. Das Einzige, was ist, die Zeltplätze, die offiziellen, sind gesperrt. Aber hat schon meine Oma immer gesagt, dumm darf es sein, du musst da aber zu helfen wissen. Und man kann ja dann mit seiner Kassette, kann man ja dann hinmarschieren und es entsorgen. Die Entsorgung ist nämlich offen. Und für Frischwasser und Abwasser haben wir genügend dabei, das können wir dann daheim machen. Aber jetzt genießen wir erstmal den herrlichen Tag in der Pfalz. Da fand ich fertig, Ursi. Und ich konzentriere mich wieder aufs Fahren, denn wenn ich auf der Nase liege, nur weil ich da mit euch quatsch, das bringt dann keinem was. Ussi macht da vorne vom Johann Wolfgang Goethe. Und hier sind wir am Aussichtspunkt von Goethe. So, schön, ha? Mindestens 10-mal musste man die Fahrtrichtung ändern. So viel zu Google Maps. Nein, ist, ja. Aber wisst ihr, wie der Helle mir das jetzt gerade erklärt hat? Das liegt an seinem Smartphone. Wisst ihr, er will nämlich ein neues. Und jetzt muss er halt alle negativen Eigenschaften, die dieses Smartphone eventuell haben könnte, muss ja jetzt demonstriert werden. Ich sage da nichts dazu. Ja. Nein, es ist so, das Display ist, wenn die Sonne drauf scheint, sieht man so gut wie nichts. Aber das liegt nicht am Smartphone. Ja? Die Bildschirmsperre hat mich nur ein wenig genervt. Ja? Weil es dann jedes Mal schwarz geworden ist, aber das war wahrscheinlich ein Anwendungsfehler von mir. Ja, aber zuerst aufs Smartphone schieben. Ja, das mache ich dann intern wieder. Ja? Weil da kriege ich jetzt dann Kommentare, die dann sagen, so ist es nicht. Ja? Auf jeden Fall ist es hier wunderschön. Also, und
Es ist so angenehm hier. Ja, und natürlich meine Pessimistin, ja, was hat sie gesagt, wie wir unterwegs waren? Da werden Massen von Leuten da oben sein und wir sind ganz alleine. Ja, aber es sind ja auch Massen von Leuten unterwegs, alle mit Rucksack bewaffnet, die also auch alle irgendwo hin marschieren. Ja. Und da das hier ja, glaube ich, ein bekanntes Ziel ist, habe ich jetzt halt gedacht, das sind sehr viele Leute. Aber was ich jetzt hier auf dem Bänkle nämlich gerade gesehen habe, schaut mal da rüber, zeig mal. Jetzt müssen wir nämlich erst mal schauen, was das hier für eine Ruine ist. Und wer weiß, vielleicht können wir da sogar noch hinfahren, oder? Ja, schauen wir doch mal, klar. Jetzt machen wir erst ein Päusle, genieße die Aussicht und dann fahren wir weiter. Ich habe jetzt nämlich schon Durst. Ist nämlich schon warm. Ich auch, ja. Aber Heli hat, glaube ich, vorhin was von 30 Grad gesagt. 26 am Display. Ja, ja, okay. Aber das kann nicht sein. Bis zu 30 Grad. Haben sie angesagt, aber das ist es nicht. 26 am Display. Also. So, angeblich sind wir auf dem richtigen Weg. Da geht es jetzt hoch, aber das ist verdammt steil. Die Uhr ist jetzt schon fertig, oder? Ja, ein bisschen schon. Es ist gar nicht so ohne am Berg, ja. Ich habe da die höchste Stufe drin. Und das ruckt manchmal so und dann plötzlich ist es wieder ein bisschen anders. Also es ist gar nicht mal so ohne. Ja, es ist ja verdammt steil. Also ich glaube, wir sind ein bisschen am falschen Weg gefahren. Oh nee, nicht schon wieder. Dann müsst ihr einen anderen Weg gehen, aber das kann es ja nicht sein. Also. Aber vielleicht ist das ein Wanderweg, oder? Hast du auch Fahrrad eingegeben? Ja, habe ich. Okay, suchen wir weiter und ansonsten fahren wir einfach ein bisschen in der Gegend rum, oder? Wir wollen zum Bismarckturm nach Kallstadt. Nicht so leicht. Schauen wir mal, ob wir ihn finden. So, wir wollten jetzt eigentlich noch zum Bismarckturm fahren, ein bisschen eine Aussichtspunkt-Tour machen, aber das war uns jetzt dann doch zu steil und Kopfsteinpflaster, man muss sich nicht alles antun. Nö, wir wollten es heute einfach ein bisschen gemütlich machen, ein wenig langsam angehen. Und dafür haben wir ein schönes schattiges Plätzchen in den Weinbergen gefunden. Ja. Und das nutzen wir jetzt, um uns für heute von euch zu verabschieden. Ja. Wir fahren jetzt dann zum Gustl, aber noch nicht nach Hause, sondern zuerst müssen wir noch... Oh, wir müssen noch was essen. Wir haben noch gar nichts gegessen. Und was gibt es heute bei uns? Klar doch, leckerer Spargel und frische Erdbeeren. Jawohl, wir haben ja genügend Spargel eingekauft. Also das war ein kleiner Eindruck von der Gegend, von der Spargel-Weingegend bei Bad Dürkheim. In Rheinland-Pfalz. Genau, und wenn ihr da mal... das besuchen wollt, bald mache ich ja die Stellplätze wieder komplett offiziell auf, dann können wir das nur empfehlen. Aber E-Bike solltet ihr da haben bei Ausflügen, denn es geht hier schon, wenn es dann Richtung Bad Dürkheim geht, ziemlich berghoch. Ja, ja, also ich war schon etwas überrascht, dass es hier ganz schön steil sein kann. Ja, ja? Habe ich nicht damit gerechnet, muss ich ehrlich sagen. Die andere Richtung, die dann wohl ein wenig mehr in die Spargelecke Richtung Frankenthal geht, Richtung Mannheim und Worms, die ist dann etwas flacher, aber Bad Dürkheim ist schon ganz schön hügelig. Aber dafür hat man auch schöne Aussichtspunkte. Ja, es lohnt sich allemal. Genau. Also in dem Sinne wünschen wir euch einen schönen Sonntag und
bis zum nächsten Mal. Bis die Leute sehen, ist der Sonntag schon lang vorbei. Ja, und der nächste Sonntag kommt bestimmt. Ja. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen nach oben freuen. Klar, immer, das wisst ihr ja. Und ansonsten? Macht's gut. Ja, und bleibt alle noch gesund. Ja, das wünschen wir euch natürlich. Es tschüss. Geht wieder aufwärts. Ja, tschüss. Tschüss, macht's gut. Tschüss.